Wegen der Pandemiebeschränkungen in China reiste Scholz nur für einen Tag an. Es ist ein spezieller Empfang in China. Der Bundeskanzler abgeschirmt vom normalen Leben. Wegen der strikten Null-Covid-Politik darf Scholz erst nach einem Test das Flugzeug verlassen. Das Treffen mit Staatsführer Xi ohne Handschlag, ohne Geste der Begrüßung. Beim Gespräch sitzen die beiden weit voneinander entfernt. Auch ihre Positionen gehen auseinander. Thema bei den bilateralen Gesprächen war auch die Situation der Menschenrechte in China. Scholz wies gegenüber der Presse darauf hin, vor allem die Situation der unterdrückten Minderheit der Uiguren angesprochen zu haben. Wegen der Corona-Beschränkungen konnte Scholz nicht mit Oppositionellen zusammentreffen. Er hatte deshalb schon am Dienstag über eine gesicherte Videoschaltung mit Menschenrechtsanwälten gesprochen, die dafür in die deutsche Botschaft in Peking gekommen waren.